Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einem, ich finde, aktuell für Henrik und auch für mich extrem spannendem Thema. Ich wollte nämlich ein bisschen frei heraus eigentlich über Familienplanung, Kinder bekommen, was ich übers Mutterwerden denke, erzählen. Einfach so, weil ich mich in letzter Zeit so viel auch mit meinen Freundinnen drüber unterhalten habe, mit meinem Papa geredet habe. Und natürlich auch mit meinem Mann. Und dieser Kanal war eigentlich immer von der Idee her auch eine Quelle für mich, um meine Gedanken zu sortieren und einfach zu reden und zu erzählen und euch vielleicht ein bisschen zu inspirieren. Und ihr inspiriert mich dann immer zurück. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr, oder wenn wir in eine Konversation eigentlich kommen und ihr in den Kommentaren auch so ein bisschen schreibt, wie ihr so zu dem Thema steht. Weil ich hatte letztens auf Instagram gefragt, wer von euch eigentlich schon Mutter ist. Und es waren gerade mal so 10%. Und wiederum 90% von euch haben abgestimmt dafür, dass sie irgendwann aber auf jeden Fall mal Kinder haben wollen. Und ja, ich glaube, da sind wir so ein bisschen in demselben Boot, weil auch ich bin keine Mutter. Aber auch ich kann es mir mittlerweile mehr und mehr vorstellen. Ich finde die Entwicklung selbst bei mir irgendwie ganz interessant zu beobachten, weil ich eigentlich nie über das Thema nachgedacht habe, jetzt ganz ehrlich. Es gibt ja so Mädchen, die sagen, ich will auf jeden Fall dann und dann heiraten und dann will ich eine Familie haben und dann will ich Mama sein und so. Und das war bei mir einfach nie der Fall. Ich habe eigentlich sogar immer gesagt, niemals heiraten, niemals Kinder. Naja, und dann habe ich relativ schnell geheiratet und bin auch überglücklich mit der Entscheidung. Und jetzt, da ich 29 bin, TikTok, fängt man natürlich irgendwie an, bewusst oder unbewusst über das Thema nachzudenken. Ich habe auch das Gefühl, ich muss mich ein bisschen zwingen, darüber nachzudenken, weil ich will nicht, dass ich am Ende eine Chance verpasst habe, die mir von der Natur gegeben wird, die nur uns Frauen gegeben wird. Und ich will das nicht zumindest unbewusst verpassen, ohne vorher mir Gedanken drüber gemacht zu haben. Also, ja, habe ich mir gedacht, so Ende der 20er wird es jetzt vielleicht mal Zeit, so ein bisschen mehr in die Planung zu gehen. Oder zumindest mal zu überlegen, was denke ich wirklich darüber. Denn wenn ich vorher gesagt habe, so, nein, keine Kinder, keine Dings, ich hatte einfach keine Lust, groß drüber nachzudenken, weil da einfach überhaupt kein Instinkt, kein Wunsch so intrinsisch in mir drin war, wenn ihr wisst, was ich meine. Eigentlich habe ich mir gedacht, ist das ja eine ziemlich unnatürliche Sache, weil wenn man jetzt so rein biologisch denkt, müsste das ja eigentlich drin sein, weil was ist schon der Sinn des Lebens, sich irgendwie zu vermehren natürlich und dass es irgendwie weitergeht und dass wir das, was wir Gutes oder sowas haben, denke ich mir, so an die nächste Generation weitergeben, dass sich das halt irgendwie evolutionär alles zum Besseren entwickelt. Aber das ist natürlich nicht bei allen so. Auch in der Natur gibt es Ausnahmen. Und trotzdem, ja, ist das auch der Gedanke, mit dem ich immer von zu Hause aus geprägt wurde. Mir wurde sogar, das ist noch recht früh in meiner Kindheit gewesen, mal gesagt, ich sei extrem egoistisch, wenn ich von mir behaupte, ich will mal keine Kinder haben, weil dann trage ich ja nichts bei zur Gesellschaft und zu dieser Welt. Und das hat mich damals, muss ich sagen, echt extrem berührt so und irgendwie wollte ich das so überhaupt nicht einsehen und ich finde es immer noch nicht richtig. Und ich habe mehr und mehr über diesen Gedanken nachgedacht. Das ist so viele Jahre her, dass man mir das gesagt hat. Das hat mir eine sehr nahestehende Frau gesagt. Und ich bin irgendwie, je mehr ich darüber angefangen habe nachzudenken, für mich echt zu dem Schluss gekommen, dass die Rolle der Mutter für mich persönlich ganz extrem negativ behaftet ist. Das hat einerseits diesen gesellschaftlichen Grund, dass ich glaube, dass in unserer heutigen Generation es sehr, sehr schwer ist, ein positives Feedback so von der Allgemeinheit zu bekommen dafür, dass man Mutter ist. So, wenn man arbeiten gehen möchte, während man Kinder hat, dann ist man ja schon die Rabenmutter, weil man kümmert sich ja nicht um das Kind. Andererseits, wenn man Hausfrau wird und hauptberufliche Kinderbetreuerin, dann macht man es ja auch nicht richtig, weil verwirklicht man sich ja nicht in der Arbeitswelt. Ich habe generell gemerkt, wie viele
Glaubenssätze noch in mir drin waren, die ich echt auflösen möchte oder es zum Teil auch schon getan habe, wie zum Beispiel, dass Mütter immer so ein bisschen verbittert sind und unterschwellig so unzufrieden und sowas. Und so möchte ich nicht werden, ergo, ich sollte lieber keine Mutter werden. Meine Meinung war eigentlich immer, wenn man mal Kinder hat, dann soll das wirklich aus Liebe entstehen und weil man das so intrinsisch will, gar nicht so, weil das muss so, das gehört sich so, das macht man halt so, sondern weil natürlich nicht nur ich, sondern auch mein Partner das als Wunsch hat, so von innen heraus. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht respektiert wird. Und natürlich, wenn man halt dann auf Social Media unterwegs ist, dann ist es umso schwieriger, weil du ganz, ganz viel Feedback zu Dingen bekommst, zu denen du gar nicht Feedback bekommen möchtest zum Teil. Und dann ganz schnell diese Fragen kommen, ja, wann kommt denn das Kind? Ja, wann dies und das? Und warum habt ihr noch keine Kinder? Und ich verstehe, woher die Frage kommt, weil wir sind jetzt eigentlich in einem sehr guten Alter dafür. Wir sind finanziell gut aufgestellt und wir sind vor allem in einer stabilen, langen Partnerschaft, was ich ja finde, was eigentlich auch mit das Wichtigste ist, dass man halt wirklich Stabilität hat. Und dann fängt man an, sich mit dem Thema zu beschäftigen und was dann bei einem Typen wie mir ganz schnell kommt, ist eine Trotzreaktion, weil, um Gottes Willen, ich war schon von meiner Familie so, oder wurde früher so geprägt darauf, so, warum muss ich das jetzt auch noch hier in der Öffentlichkeit beantworten, das ist doch mein Leben und ich habe mich dann so ein bisschen aufgeregt, das haben sie bestimmt auch gemerkt, bisschen negative Energie zu dem Thema. Ja, und was ich auf jeden Fall in der Zeit jetzt mitgenommen habe, ist, also das ist ja sowieso so, aber gerade bei diesem Thema sollte man einfach echt einen Scheißdreck eigentlich darauf legen, was andere Menschen von einem erwarten. Weil das ist eigentlich nur Gelaber. Keiner kennt euch, keiner kennt mich. Jeder von uns, also natürlich kennt ihr meine Version, meine Internetversion, das, was ich mit euch teile. Aber jeder Mensch hat ein öffentliches Leben, ein privates Leben und auch ein geheimes Leben. Das ist so ein Satz, den ich letztens mal in einem Buch gelesen habe und es stimmt so sehr. Natürlich ist dieses öffentliche Leben bei jemandem, der auf Social Media unterwegs ist, größer als bei einer Person, die das nicht macht. So. Aber es gibt auch bei mir jede Menge so Verletzungen aus der Kindheit, die ich auch auflösen wollte, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, eine neue Generation in die Welt zu setzen, weil ich echt daran glaube, dass man Traumata, die man früher erlebt hat, wenn man sie nicht auflöst, an die nächste Generation automatisch weitergibt. Und ich habe das bei so, so vielen Leuten, so Familien beobachten können, dass die Kinder genau diese Last der Eltern eigentlich weitertragen. Und das habe ich mir gedacht, will ich echt um jeden Preis vermeiden. Das ist für mich auch so ein bisschen der Sinn daran, ist irgendwie der nächsten Generation besser beizubringen, als es mir beigebracht wurde. Ich glaube auch, bei mir sind einfach so viele Ängste mit dem Thema verbunden, weil man hört von allen eigentlich, die Kinder haben, dass das alles verändert im Leben. Dass es die Partnerschaft verändert. In vielen Fällen vielleicht auch beendet. Gehen wir mal nicht davon aus, dass das bei uns so wäre, aber dass es das auf jeden Fall verändert. Dass man auf einmal für sich viel, viel weniger Zeit hat und natürlich auch Einschränkungen in allen anderen Bereichen dadurch erlebt. Die gestandene Frau, die ich bin, denke ich mir, ich bin aber eigentlich sehr happy mit allem, wie es ist. Und bin ich bereit, das aufzugeben? Beziehungsweise möchte ich es überhaupt so betrachten, dass es ein Aufgeben ist? Weil das fand ich auch immer ganz schrecklich, das ist mir schon als Kind immer negativ aufgestoßen, wenn ich Mütter zu ihren Kindern habe sagen hören, ich habe mich ja für dich aufgeopfert. Weil als Kind war mein automatischer Gedanke, ja, wozu hast du denn dann überhaupt Kinder gemacht, wenn das alles so ein großes Opfer ist und so furchtbar und so, da kann ja das Kind nichts für. Wir hatten ja letztens die Situation, vielleicht habt ihr das auf Insta gesehen, dass wir durch so, ja, so ein Zufall oder Nicht-Zufall auf einen kleinen Zweijährigen aufpassen mussten den ganzen Tag. Das war so eine super schöne und ganz lehrreiche Erfahrung. Und irgendwie immer, wenn ich so über das Thema Kinder bekommen und sowas nachgedacht habe, habe ich mir so ein kleines Säugling, ein Baby halt wirklich vorgestellt. Und das, wenn man Glück hat, schläft ja eigentlich den ganzen Tag. Man muss das ein bisschen füttern, ein bisschen Windel wechseln. Vielleicht schreit es mal etwas, okay, es ist nervig, aber
eigentlich jetzt nicht so die Aufgabe. So habe ich mir das gedacht. Also so erinnere ich mich auch daran, war es mit meinem Bruder. Mein Bruder ist ja 9 Jahre jünger und deswegen habe ich ihn, also so diese Zeit, wie er aufgewachsen ist, auch noch gut im Gedächtnis. Aber schwierig wird es dann eben, wenn die Kinder anfangen zu laufen, alles erkunden wollen, aber immer noch in einem Alter sind, in dem sie ja völlig unverantwortungsbewusst sind. Und ja, man konnte, so schön es war, halt nicht eine Sekunde diesen kleinen Jungen aus den Augen verlieren. Weil ich dachte so, der fällt mir gleich in den Teich oder fällt die Treppe runter oder steckt sich was in die Nase. Keine Ahnung, zieht der Katze am Schwanz. Ja, und diese idyllische Vorstellung, wie ich sie vielleicht ein bisschen hatte, so, ja, ich habe dann hier das Baby im Bettchen und dann sitze ich hier an meinem PC und drehe mal so ein Video. Da dachte ich mir, ja, ich glaube, das ist Pustekuchen. Also braucht man ja schon irgendwie einen Plan, dass sich jemand dann um das Kind kümmert und so weiter. Und das war auf jeden Fall interessant, dass es jetzt vor ein paar Tagen passiert. Und deswegen dachte ich jetzt, komm, drehst du mal dieses Video, weil da auch immer so viele nachfragen. Und es ist immer interessanter für uns, das Thema. Und ich merke auch in mir, dass scheinbar wirklich die Uhr tickt und da scheinbar wirklich irgendwelche unbewusste Prozesse im Gang sind. Wäre doch eigentlich eine schöne Idee, so ein Mini Me oder Mini-Henrik zu haben. Ich bin ja immer noch überzeugt davon, wenn wir Kinder haben, aus irgendeinem Grund. Ich bin mir ganz sicher, es wird ein Mädchen. Aber ich finde auch diesen ganzen Prozess zum Beispiel unheimlich gruselig. Was ja vielleicht auch nicht so die natürlichste Herangehensweise an das Thema ist. Aber mir macht das Angst, dass sich der Körper so verändert, dass da, ich sag immer, so ein Alien in dir heranwächst und auf einmal ist ein Leben da, wo keins da war. Ich finde das so ganz mystisch und wie Zauberei. Ja, auf jeden Fall habe ich all diese Gedanken aktuell im Kopf und ich versuche, die zu sortieren. Ich habe ja da immer mein Tool der Meditation dafür und auch wenn es vielleicht jetzt heute noch nicht so weit ist, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird jetzt schon demnächst bei uns kommen, irgendwie, so dieser Wunsch. Auch wenn ich so mit Henrik drüber rede, der würde sich auch wahnsinnig freuen, aber der fantastische, wundervolle Ehemann, der er ist, macht er mir auch null Druck, hat er mir nie gemacht und sagt halt auch so, hey, irgendwie ist das so die Bürde so ein bisschen der Frau und deswegen sollte die Frau auch seiner Meinung nach hundertprozentig bereit dazu sein und er will, ja, mir wie gesagt keinen Druck aufbauen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ich dachte, ich erzähle euch das alles mal einfach so frei von der Hand, weil ich habe selbst gemerkt, wie unglaublich viel Druck ich mir aufgebaut habe mit diesem Thema, weil ich jemand bin, der immer gerne den Erwartungen, so die an ihn gestellt werden, entsprechen möchte. Und irgendwie ist das schon ein bisschen erschreckend, weil letztendlich weiß ich ganz genau, und ich habe mich so viel mit dem Thema schon beschäftigt, ist doch scheißegal, was die anderen denken. Das ist mein Leben. Ich muss es am Ende für mich entscheiden. Ist doch wirklich ganz egal, was die anderen Leute sagen. Und das ist so ein bisschen das, was ich euch auch mitgeben möchte. So lasst uns versuchen, das zusammen echt zu bewerkstelligen, dass wir uns nicht mehr von diesem Druck von außen zu irgendwas gezwungen fühlen. Wenn ihr es irgendwann spürt und fühlt, dann ist es so. Und wenn nicht, dann nicht. Was kann ich euch noch sagen? Wenn es ein Mädchen wird, habe ich schon einen Namen. Hatte ich schon ganz lang. Vielleicht wird es auch ein Junge. Das wäre eigentlich ganz lustig. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, das waren alle Punkte. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Egal. Schreibt mir sehr gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich finde das immer ganz spannend, das zu lesen. Zu sehen, wie andere Leute über dieselben Themen denken. Und wie vielleicht eure Erfahrungen sind. Vielleicht seid ihr ja schon Mütter. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich denke, dann wird es wieder einen Vlog geben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!